Und damit herzlich willkommen zu Kark Nummer 8 zum Neumarker Volkfestkaufbau 2022. Wir waren heute für euch, oder ich war heute für euch, wir haben Volkfestplatz. Stopp. Jetzt hätte ich es aber beinahe vergessen, weil ich gerade während geschnitten noch nachgeschaut hätte. Ich habe ja in dem letzten Video zwei Zuschauerfragen wieder reingehauen. Und zwar Zuschauerfrage Nummer 1: Was finde ich besser, Mickey Maus oder Crazy Maus? Und die Zuschauerfrage Nummer 2: Was ist ein Muss für euch auf jeden Volkfest? Und ja, Gahak uns, ich bänge es euch hier oben ein, Gahak uns der Kirmesmatz geschrieben. Sehr cool, war heute auch mal spontan. Ja. Erstens, ich würde mal Crazy Maus sagen, weil man mal richtig ins Grillen kommt und das schon heftiger ist als die normale wilde Maus. Und zweitens, wenn es ein Husfahrgeschäft gibt, egal welches, immer einsteigen. Ja, gesagt, mir auf jeden Fall schon mal so viel. Die Crazy Maus werde ich nicht bangen, weil wenn es eins gibt, nicht, um was mein Magen nicht zu verkreckt, sind es wilde Fahrgeschäfte. Gang. Freut mich. Interessant. Und auch wenn ihr auch mal oben eingebängt werden wollt und vielleicht vorgelesen werden wollt, dann würde ich mal sagen, beantwortet ihr die zwei Zuschauerfragen. Da würde ich mich natürlich drüber freuen und immer mal sagen, jetzt geht's weiter mit dem Video. Und hab die aktuellen Aufbau-Video vorangeht für euch wieder gefilmt. Wie man sieht, es ist kein weiteres Fahrgeschäft angekommen, und zwar 1000 und eine Nacht, da sind heute die ersten Wagen angekommen. Ein paar neue Stänge sind dazu gekommen. Rampenfieber hat begonnen, die Bühnen aufzubauen, also in der Kleinjura, hier stehen die ersten Lichter. Man könnte nur im Wagen geringen. Die ersten Traversen, also die kompletten Traversen, sind in der großen Jura hier schon fertig aufgebaut. Bloß halt noch ohne Lichter und alles, das kommt erst noch. Und im Weinzeug haben sie angefangen, die Traversen aufzubauen. Ich würde mal sagen, wenn euch diese Videos gefallen, Däumchen nach oben, kommentieren, abonnieren und dann schalten wir jetzt rüber zum Volkfestplatz. Viel Spaß! So, Freunde der Sonne und der Guten und der Heilkommen, wir sind wieder hier angekommen im Kirmesstudio. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, Kommentar, Däumchen nach oben und die zwei Zuschauerfragen nicht vergessen, würde ich mich mega freuen, wenn ihr ein paar drauf antworten. Und ja, wenn ihr auch keine Videos oder so mehr verpassen wollt, oder auf Twitch zum Beispiel Livestreams, dann schaut auch gerne auf meinen Quicker-Kanal vorbei oder auf meinem Discord-Server. Jens sind unten in der Informationsbots. Ab und zu werde ich euch auch über Twitch per Livestream mitnehmen, wenn ich die Aufnahme mache. Twitch.tv/MindMakerEV bringe ich euch hier drüben jetzt mal ein. Und ja, Gang, hoffe ich seid ihr beim nächsten Mal wieder dabei. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Abend oder wann ihr das Video mal schaut. Bis zum nächsten Mal und tschüss.